Die Erdbeschleunigung ist für alle Massen gleich und deswegen bewegen sie sich beim Fallen in gleicher Weise. Hier ein Effekt in dieser Spiralfeder. Wenn man die oben aufhängt und fallen lässt, dann stellt man fest, wenn man genau hinguckt in der Zeitlupe, dass der untere Teil der Feder erst in Bewegung kommt, wenn der obere Teil auf diesen unteren drauf gezogen wird. Testen wir, ob Kugel und diese Feder in gleicher Weise fallen. Und tatsächlich sieht man, dass der obere Teil der Feder durch die innere Kraft der Feder nach unten gezogen wird. Daher bewegen sich also die oberen und die unteren Teile der Feder in unterschiedlicher Weise.